Aber du weißt, der Schmerz vergeht, der Stolz bleibt. So ist es. Das ist sehr wichtig, weil meine Kapuze fliegt weg, weil es ist arschkalt, wenn ich das so sagen darf. Hey ihr Abenteurer, heute steht was ganz Besonderes auf dem Plan. Und zwar sind wir von Wien 2 Stunden hierher gefahren zum Schneeberg, den wir jetzt besteigen werden. Oh, ja. Das Besondere an der Sache ist, der ist 3-mal so hoch wie der höchste Berg, den ich bis jetzt bestiegen habe. Also wie viele Höhenmeter hat er? Ganz recht. Also bis zum Gipfel auf das Klosterwappen, der befindet sich auf 2076 Meter. Wir sind jetzt hier beim bekannten Skigebiet in Losenheim. Aber nicht zum Skifahren, sondern wir benutzen unsere Beine und klettern nach oben und werden dabei in etwa zwischen 1300 und 1400 Höhenmeter zurückliegen. Also schon etwas Pipi in der Buchse, aber das wird schon funktionieren. Und ich sag mal, nicht lang schnacken, direkt los, oder? Ja, so ist es. Wäre geil. Also ihr werdet mir nicht glauben, was jetzt hier für eine Steigung ist. Aber jetzt mal, als ich mit Peter der Wiener Stadtwanderweg gemacht habe, habe ich ja schon gemeckert. Irgendwie die Steigung. Also hier ist wieder ein Sahnehäubchen oben drauf. Das geht jetzt noch wie viele Kilometer? Naja, noch 7,5 in etwa. Ei! Man muss aber sagen, da möchte ich ihm schon was zugute halten, es ist auch sehr undankbar hier zu starten. Es ist nicht so, dass man hier startet und man denkt sich, ach, das ist jetzt sozusagen der Beginn und da sollte man eigentlich noch die Kondition haben. Nee, das ist ja absolut nichts sagen, das muss man fairerweise sagen. Es ist vom Start weg, ne, tu schon durch. Wirst du gefordert und insofern werdet ihr mich heute sicher auch noch so erleben. Und das ist einer von 3 Wegen. Ne? Also es gibt ja einen Weg, der hat 12 Kilometer, der ist immer ein bisschen länger, ja. Der geht außen rum. Ja. Wir haben jetzt den steilen, den kurzen. Dann gibt es auch einen ganz kurzen, ne, zum Klettern. Da gibt es dann noch den sogenannten Fadensteig. Den können wir mal anders mal machen. Heute bei dem Hochnebel ist das eher nicht so gut, weil man sich doch konzentrieren muss. Aber das, was wir halt machen, ist nicht minder einfacher, ohne dass man jetzt nicht wirklich klettern muss. Aber wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel. Das stimmt. Und das Ziel ist es heute für mich, den Topper zum Gipfel zu bringen. Da kriegen wir schon hin. Das denke ich auch. Mit Tragen oder ohne. Die erste Zwischenstation haben wir jetzt geschafft. Jetzt stehen wir auf der kleinen Plattform, wo man kurz Luft holen kann. Aber gefühlt schon 4000 Höhenmeter gemacht. Also vielleicht sieht man es auf der Kamera, wie weit man jetzt schon gucken kann und wie hoch wir jetzt schon sind. Aber Peter hat mir allen Mut geraubt. Hier geht es jetzt noch weiter. Oh je. Jetzt geht es stramm durch den Wald zur Edelweißhütte. Und ja. Dann gibt es mal ein Päuschen. Ja, gibt es noch ein Päuschen. Und dann später geht es so in die Richtung. Also, yeah. So hoch und weiter. Aber das wollte ich jetzt noch gar nicht sagen. Eben sind wir über Wiesen gestiegen. Jetzt steigen wir durch den Berg. Durch den Wald. Tja. Klitschig, rutschig, steil. Super macht er das. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für ein kleines Päuschen. Wir befinden uns jetzt hier auf der Edelweißhütte auf 1235 Metern und mit einem geilen Fernblick. Und mit 1235 Metern bin ich jetzt schon so hoch wie noch nie. Also ich bin so hoch gestiegen wie eigentlich noch nie. Was eigentlich schon lächerlich ist. Jupp, das stimmt. Der höchste Berg für mich war bis jetzt der Dollberg mit 695 Metern und dieser liegt im Saarland. Aber es wird ja noch besser, weil das Doppelte gehen wir quasi noch einmal. Auf 2000, wie viel hat er? 76. 2076, also noch 1000 drauf. Mhm.
Wir gehen jetzt schon ein ganzes Weilchen hier auf so einer Forststraße, genau. Ist eigentlich sehr angenehm zu gehen, obwohl es sehr anstrengend ist. Aber kein Vergleich zu dem Anstieg am Anfang. Wir sind jetzt aktuell wieder auf einer Weidefläche. Hier können uns auch Kühe entgegenkommen. Hoffe ich mal, dass wir vielleicht eine sehen. Und ich hätte es nicht gedacht, aber hier in der Höhe, wir sind jetzt ungefähr bei 1,5, 1,6. Dass es doch schon kalt ist. Also ich habe eine kurze Hose an. Der Peter war vernünftiger, hat eine lange Hose an. Aber für den Notfall habe ich noch eine Wollmütze dabei, eine Merino-Wollmütze und eine Fließjacke. Aber so geht's. Wir haben gerade eben 5 Minuten pausieren müssen, deswegen rate ich nicht. Und ja, da hatte ich die Jacke ausgezogen kurz. Und dann war es, boah, kalt. Jetzt habe ich noch ein paar Minuten gebraucht, um warm zu bekommen. Aber jetzt geht's eigentlich wieder. Ja, ihm wird schon gleich warm werden. Wir machen jetzt dann eigentlich gut Höhenmeter. Ich glaube, beim nächsten Video wird er schon wieder sagen, boah, ey. Gut. Das ist die Jacke schon wieder auf. Genau. Achtung, die nachfolgende Szene könnte verstörend sein. Peter singt. Jetzt fängt es richtig an, interessant zu werden. Wir sind jetzt gleich oberhalb der Baumgrenze. Hier sieht man schon die Latschen. Die sind hier schon am Wachsen. Ja. Ja, man würde jetzt normalerweise hier drüben so schon so den Gipfel sehen. Aber ab und an, habe ich jetzt vorher gesehen, zeigt sich schon der Schauerstein. Wenn die Wolken hier durchziehen, also das ist jetzt so dieser erste Gipfel, wenn man so will, die erste Erhebung, die wir jetzt dann erreichen. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall ans Eingemachte, aber ich sage euch was, wir sind spitze in der Zeit und der Topper macht das richtig stark heute. So ist es. Und da oben, da sieht man noch den Nebel, aber die Sicht hat sich relativ gut gelockert. Also, das ist ja richtig ein Klettersteig. Der Klettersteig ist wahrscheinlich strammer, ne? Jetzt könnt ihr mich mal hier begleiten. Mal hier den Berg hoch. Und ich mache das ja nur, weil ich den Topper hier einen Gefallen tue. Weil den werden wir jetzt filmen, wie er hier hochkommt. Geht schon. Ja, jetzt da. Kommt der Beißmodus, das gefällt mir. Nicht zu unterschätzen. Ich weiß nicht, ob man mich hört, aber hier geht es einen sehr schnellen Abfahrt runter. Zum Glück oder leider sieht man nicht alles, weil es so neblig ist. Aber wir haben es bald. Noch ein paar Meter. Und? Wir sind auf 2076 Höhenmeter.
So, jetzt werden wir auch wieder in Ruhe zu euch sprechen. Wir sind gerade am Abstieg. Und zwar fahren wir jetzt mit der Bahn wieder runter. Jetzt ist so eine Gipfelbahn. Und da oben war es so kalt. Vielleicht sieht man es, meine Hände sind ganz rot. Ich habe noch ein bisschen oben am Kreuz was aus dem Rucksack kramen. Und keine Fülle in den Händen, weil es zu kalt war. Aber jetzt, also wir sind über der Kamm rüber, bergab und hier ist nichts mehr. Wir sind noch hier ein bisschen im Nebel drin. Aber ja, kein Regen mehr. Hat eben noch gehagelt. Das war sehr wohltuend. Oh ja. So, mit einem wunderbaren Blick hier mit der schönen Weitsicht, sogar ein Blick auf Wien, wenn man genau schaut. Mhm. Ne? Also da sieht man wieder den DC Tower, der sehr prägnant ist. Ja. Und ich muss sagen, die Tour hat mir sehr gut gefallen, obwohl sie sehr anstrengend war. Ich würde es aber jedes Mal wieder machen. Ich sage mal danke Peter, danke fürs Zeigen, dass ich mit dir unterwegs sein durfte. Und ihr habt ja gesehen, die Aussicht oben war nicht ganz so dolle. Ne? Peter ist das schon zweimal gegangen. Einmal ist er gelaufen, einmal war es mit deinem Bruder da. Mhm. Die Videos, die verlinke ich euch beide unten in der Infobox. Mhm. Und markiere sie hier irgendwo. Ne? Könnt ihr da mal schauen, weil habt ihr wahrscheinlich einen besseren Eindruck als bei mir. Mhm. Bei mir habt ihr halt gesehen, wie man sich quält. Ne? Und ich sage an dieser Stelle auch noch, also großen Respekt hier auch an den Topper. Das muss man mal so machen, das war heute alles andere als leicht. Ja? Also auch jetzt von den Wetterverhältnissen her, ihr habt das ja gesehen, mhm. Ja, das hat er wirklich gut gemacht, also großen Respekt. Dankeschön. Wirklich toll. Danke. Und ja, mir hat es wirklich gut gefallen, auch mit dir. So soll es weitergehen, gell? Ich fand es auch richtig schön, ja. Geben wir dem Weg eine Bewertung. 10 von 10. 10 von 10 Topperhüten. 10 von 10 Topperhüten, ganz einfach. Ja. Gut, also wie gesagt, der Peter, schaut bei dem mal vorbei. Schreibt ihm auch gerne mal was das Nettes drunter. Ich war nämlich letzten Tage mit ihm unterwegs und da bin ich vielleicht auch in dem einen oder anderen Video bei ihm zu sehen. Das könnte leicht passieren. Und dann wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es euren Freunden. Wenn nicht, erzählt es euren Feinden. Und dann hoffe ich, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao. Tschüss euch. Zum Abschied bleibt nur noch eins zu sagen. Danke, Peter.